meine Freunde, die letzten neuen Booster Packs von unserem Display. Und ich nehme jetzt das letzte Lefeo. Ist das dann Marquis Lefeo mehr? Nee. Das letzte Lefeo wird mein Glücksbooster dieses Mal. Und wir hoffen noch, dass wir eine Mega Glurak X ziehen. Oder. Nee, nicht oder. Wir hoffen, dass wir eine Mega Glurak X ziehen. Ist einfach so. Nix oder, nix wenn und aber. Mega Glurak X muss es noch sein. Kommt. Bitte, bitte, bitte. 1, 2, 3. So. Auf geht's. Feurige Fackel. Viscargo. Quaffwaff. Tanzer. Visor. Barschwa. Arctip. Roselia. Reverse Holo. Taubsi. Und ein Holo Rockora. Hat bis jetzt noch gar nicht. Oder nicht als Holo auf jeden Fall. Auch sehr, sehr nice. Nicht schlecht. So. Mega Milf Pack. Bestimmt was Mist drin. Wenn da jetzt ein Glurak drin ist. Dann werde ich ab sofort Mega Milf spielen im Lotto Master. Nur noch, jedes Mal. 1, 2, 3. Nein, mach natürlich nicht. Prinzipien sollte man nicht über den Haufen werfen. Oh, hier ist was drin. Da ist was. Sag ich doch. Marakamba. Schön. Blanas. Tauboga. Algit. Shinox, Zorokex, Tanzer. Jetzt mal dein Mund. Du bist so langsam. Sneeble, Reverse Holo Kleinstein. Oh nein. Nein. Es ist Kangama EX. Oh mein Gott, nein. Oh, Entschuldigung. Ich habe immer so einen Pressschreiz, wenn ich das sehe. Oh mein Gott. Ich habe das, glaube ich, sogar schon mal da. Ich glaube auch. Oder war das Mega Kangama? Du bist mega, habe ich da davon. Alter, nein. Doch kein Kangama. Oh Mann. Na gut, das ist eine EX-Karte. So, bisschen ordnen hier. Oh, Kangama. Ich möchte einfach nicht, dass sie wieder bei den anderen steht. Ist einfach so. Ich mag Kangama nicht. Ihr wisst alle warum. Hoffe ich. Bei mir hat es Kangama versaut. Früher war es ganz cool, aber jetzt, nee, es nimmt so overpowered ist und jeder nimmt. Nee. So. Wir haben die Zauberasche, Zwirklub, Hyperball, Tanzer, Seemops, Haspiro, Raupi, Iguana, Reverse Holobitora und ein Tantora als Rare. Ne, Tanatora. Tanatora. Okay. Tanatora. Krass. Krass. So, weiter geht's. Eins, zwei, drei. So, die Zauberasche, Zwirklub, Hyperball, Barmelin, Visor, Seemops, Leufeo, Viscora, oh, Reverse Holo Smetbull, das ist schon mal nicht schlecht, und ein Elisard als normale Rare. Leute, langsam wird's weniger, langsam muss es klappen. Haben noch 5 Booster insgesamt. Jetzt noch eine mega Glurak EX und die Full Art, ich würde so abgehen. 1, 2, 3. So, die Trickschaufel. Arctilas. Arctilas. Magnetsturm, Vitora, Skunkapu, Zorokex, Algit. Barmelin, Reverse Holo Psyogon und ein Schlappohr als normales Rare. Nur so schlimm, dass er gegen Ende zugeht und man nicht das hat, was man haben will. Man denkt sich halt so, schön, haben will. So, 1, 2, 3. Galoppa. Die Pokémon-Center-Dame Libiscus,
Oh Gott, so, das sah gerade so aus, tut mir leid. Kleinstein, Iguana, Haspiro, Seemops, Parfi, Reverse Voodoo, Baldorfisch und ein Skunkapu. Skuntank. Skuntank. Es ist fast das gleiche. Es sah gerade so aus, als wäre da eine schwarze Umrandung. Es tut mir leid, mein Gott. Bin halt auch bloß neugierig. Dann solltest du schneller durch die Karten durchgehen. So. Kuafwaf, Rockheimann, Trainerclub, Trainerclub, Fanclub, Kleinstein, Datiri, Barschwab, Taubsi, Blabebe, Reverse Solo Sneeble. Das ist es. Das ist. Das ist Y. Ja, Mann! Ja! Alter, das ist ein Y als Ultra über Rare. Nice! Echt? Na klar, das ist die goldene Schrift, Mann! So geil! Alter! Richten! Guckt euch an, nee, ich tue es nicht weg. Guckt euch einfach an, guckt euch an. Küsst das Glurak, kommt, küsst das Glurak. Alter! Feuerroter Sturzflug. Nice. Oh mein Gott, ich hab einen Glurak. Mega Glurak. Du kannst doch das Kangama verzeihen, ne? Ja, auch wenn es bloß ein Y ist. Aber ich kann das Kangama jetzt verzeihen. Bloß ein Y. X ist halt hier. Dieses hätte ich gerne gehabt. Na gut. Du hast noch zwei Packs. Was ist denn jetzt drinne? Schnell, komm. Was ist denn jetzt drinne? Oh, hallo. 1, 2, 3, kommt. Halb interessant. Im Glurak Y-Pack war es Glurak Y. Ja, ne? Zwirklub, Zauberasche, Marakamba, Datiri, Shinux, Garnovil, Samurze, Taubsi, Rursolo, Barschwau und. Scheiße. Flötte in einem anderen Artlook. Cool. Irgendwie. Aber hübsch. Als Rare. Aber kein Holo. So. Ein Flork ist wäre fast auch noch schön. Ihr wisst, was jetzt kommt. Das Glückspack. Das allerletzte Pack. Es wäre natürlich geil gewesen, hätte ich das Glurak Y-Pack da gelassen, wisst ihr, als Glückspack und da wäre das Ding drin gewesen. Das allerletzte Pack. Das Glückspack. Wie hast du gesagt, ist die Wert? 90 Euro. 90? Ich muss da mal beim Pokémon TCG-Dings gucken, wo ich die immer raussuche, die Preise. Dreck? Nee, das ist noch ein Stückchen Folie. Wie viel die da kosten. So, wir haben Rockheimann, wir haben den Schmied, wir haben Luxio, wir haben Algit, wir haben Ponita, wir haben Haspiro, wir haben Psiao, wir haben Parfi, wir haben Reverse Holo Elizard und ein Holo fucking Milotic im letzten Booster. Auch schön. Ich habe bis jetzt noch kein Milotic. Und kein Holo erst recht nicht. Also Holo erst recht nicht. Auf alle Fälle hat es sich gelohnt, weil Milotic, ne? Wir wissen ja, Milotic ist nice. Und Elizard ist auch nice. Das heißt, ich habe schon mal zwei Parts meines DPL-Kaders. Oder meines ehemaligen DPL-Kaders. Richtig nice. Auf jeden Fall haben wir was Gutes gezogen. Ich habe jetzt endlich mal einen Mega-Klurak. Und ich meine, die 6, die da stehen, ne, sollte man halt auch nicht beachten. Deswegen, die 6, die hier rumstehen, sind halt auch nicht so scheiße. Guckt es euch nochmal an. Wir haben gezogen in diesem Display. Mega Kangama EX. Mega Glurak EX oder Mega Glurak Y EX in der seltensten Variante mit goldener Schrift und allem drum und dran. Richtig, das kommt einfach in das Auge. Richtig geil. Dann haben wir gezogen Toxiquark EX. Ein normales Glurak EX. Den Pokémon Fanclub als Fuller Trainerkarte, genauso wie Flordelis als Fuller Trainerkarte. Also, ich würde mal so sagen, man kann sich nicht beschweren mit dem Puls. Ich meine, klar, es hätte noch ein Dings werden können, einen Fuller Glurak. Wäre mir lieber gewesen als das normale. Aber ich sag's mal so, ich habe jetzt einen Glurak YEX in der seltensten Variante, was immer mehr, was das Ding kostet 90 Euro normal. Und
Ich bin zufrieden, wenn ihr zufrieden seid, bin ich auch zufrieden. Die Codekarten kommen demnächst noch, wie gesagt, ihr werdet wahrscheinlich das ja erst später sehen, nach dem ganzen Ancient Origins Display. Und dann gibt es noch haufenweise Pack-Openings online, was ich bekommen habe von Abonnenten. Also da kommt auf alle Fälle noch viel, viel Opening-Zeug auf uns zu. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.